schwer mit dieser Zeit, Carsten. Ja, schaut mal in die deutsche Bestenliste. Ich weiß nicht, wer dieses Jahr unter 1,5 geblieben ist. Also seht ihr, was Carsten sagt. Aber Herr Schick hat dann gesagt, regionale Läufer müssen unterstützt werden und hat einen Scheck für den Carsten von 250 Euro als bester regionaler Läufer. Ja, ich bin ja hierher gekommen und dachte, das wäre so eine kleine Veranstaltung, 300, 400 Leute. Habe ich nicht mit gerechnet und vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr wiederkommst. Das gibt dem ganzen Lauf noch weitere Würze. Ich denke mir, nächstes Jahr wird der Daniel auch wieder gesund sein, da gibt es einen heißen Fall. Ja, mindestens. Ich glaube, da kann ich dann gegen nicht anlaufen. Okay, dann genieß es diesmal, den Vorplatz zu haben. Thank you so much. I say thank you for people fetal shows. Next time we try to come and be together. Thank you. Okay, also er will mit euch zusammen sein. Vielen Dank. Auch hier sind schon die Birkenstock-Latschen, sind sozusagen schon in Aktion. Also, auch hier haben wir eine neue Siegerin in diesem Jahr. Es hat dieses Jahr gewonnen die Annika Peiler vom SSF Bonn mit der Zeit von 1:25.05. Die Pokal überreicht unser Ortsbürgermeister. Ja, nachdem mir jedes Jahr die Ehre zuteil wird, die Damen auszuzeichnen mit dem Pokal, möchte ich das auch in diesem Jahr tun. Ich freue mich, dass die Veranstaltung so großen Anklang findet und wir freuen uns jedes Jahr für die neuen Läufe mit neuen Gesichtern und neuen erfolgreichen Läufern. Dankeschön. Annika Peiler. Genau. Als wir wissen, er ist hart gelaufen, kommt aus der Bonner Region. Was uns gesagt haben, bei dem Laufen sollte sie doch noch ein bisschen Unterstützung haben. Und wir haben ihr einen Gutschein für die 5x Massage im Bonner Zentrum noch dazugelegt, den sie. Sprache ich gleich noch was. Okay. So, an zweiter Stelle. War die Nina letztes Jahr, ja, machen wir gleich. Als zweiter Stelle war die Nina Kunz, letztes Jahr unsere Siegerin, dies Jahr tapfere Zweite. Und die Nina darf deshalb, da sie, damit sie nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Power hat, hat sie das Gutschein für Partner 5-Gänge-Menü beim Nattermann mit Wein. Wir kommen dann gucken. Not least, auch hier die Turit Buch von der Alfter SC mit 1:27.39, dritter Platz. Ein kleines Dankeschön, dass Sie da waren. So, und das ist noch nicht alles. Wir haben dieses Jahr gesagt, die Mädels sind so super gelaufen. Und da sollte die Siegerin auch das Vergnügen haben, den kleinen Erdinger Pokal zu kriegen. Und im Rahmen der Gleichberechtigung die anderen beiden Damen auch ausdrücken. Ihr könnt dann. Nein, kannst du gleich dem, wenn du dir geistig über den Gutschein so begeistert bist, kannst du dem den überkippen. So. Und. Auch hier, wie bei den Ladies, wenn die Fotos soweit sind, auch hier hat Herr Schicker sich nicht nehmen lassen, auch die beste regionale Läuferin auszuzeichnen. Auch hier gibt es einen Scheck von 250 Euro für unsere Siegerin. Und? Sind wir dabei? Ja. Deine Schwester? Ja, die müssen wir noch ein bisschen trainieren. Aber okay, dann machen wir mal schon, ja, oder? Ja, genau. Okay. Also, herzlichen Glückwunsch, was der Wolfgang hilft.
als der Mitorganisator dieser Veranstaltung. Ich denke auch dieses Jahr, das siebte Mal können wir sagen, ist eine gelungene Veranstaltung. Ich bitte euch kräftigen Applaus für den, wie wir nennen, weißen Kenianer. Also die Jungs sind Profis hier im Siegerehrung, weil sie letztes Jahr schon gewonnen haben, also sprich sind die Titelverteidiger und sie bekommen halt, wir haben gesagt, das war klasse letztes Jahr, die haben das Menü genossen, also derjenige, der nachfragt, ob es geschmeckt hat, die waren gestern da, letztes Jahr da und? War sehr lecker. Ja, kann ich mich nur anschließen. Durchaus ja. Also freut euch dieses Jahr auch wieder drauf? Okay, also herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Und überreicht wird der Pokal von einem weiteren Mitglied unseres Orga-Teams von Frank Prangenberg, der unermüdlich sowohl EDV-mäßig als auch dann die Strecke ausgezeichnet hat. Frank, bitte übergib den Pokal. So, dies Jahr aus Verletzungsgründen hat der Ehemann mal klein beigegeben und sie vorgelassen. Ja, so ist es. Es ist Gott sei Dank selten. Ja, wenn das nur beim Walken ist, ist es okay, oder? Ja, ist okay. Nee, das war schon in Ordnung so. Also, einen kräftigen Applaus für die Familie Schuchmann. Der Paul in unserem Team, der unermüdliche Rackerer, der den Aufbau und Abbau hier im Einlauf, im Auslauf, überall mit seinem Bus rumfährt, der die Gitter aufbaut und kann man gar nicht alles aufzählen, was der Paul macht. Und der Paul übernimmt jetzt die Siegerehrung von den Jugend A und B. Aber wir sehen, leider sind die anderen schon abgereist, sodass wir Jugend A. Dann haben wir nur den Sam. Der Sam ist eigentlich ein Mitglied unseres Rhein-Höhenlauf-Treffs-Teams. Aber wenn er die Autos nicht zu Schrott fährt, dann läuft er halt ganz schnell. Und der Paul überreicht hier den Siegerpreis für die Männliche Jugend A an den Sam. Ja, danke, Paul. Ja, danke, Paul. Ich bedanke mich nochmal bei dem Team hier und besonders bei den anderen Läufern, die auch morgen noch wieder an den Start gehen um 11 Uhr. Wie jetzt der Daniel ist noch da und ich weiß nicht, wer jetzt sonst noch da ist von den Rand 50 Läufern. Dann noch viel Spaß für morgen. Ja, vielen Dank dir auch. Und das sind Klettergutscheine für deine Kumpels und dich. Du hast ja sowas gerne. Da kannst du 5 Kumpels mitnehmen und können dann in den Kletterpark gehen. So, und dieses Jahr ist das relativ einfach. Wir machen das dieses Jahr ganz einfach. Wir haben nämlich wir haben uns gedacht, dieses Jahr, wenn es einigermaßen in Ordnung, wir haben für jeden den gleichen Preis. Und dann kann der Bürgermeister von vorne nach, der geht bestimmt gerne zu Damen, kann jeder einen Preis weitergeben.